meine sehr verehrten Damen und Herren der Jury, sehr verehrte Mitstreiter und Mitnominierte und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen heute unser Projekt vorstellen zu können, was eben, wie wir schon gehört haben, bei fehlendem Immunsystem vor sehr gefährlichen Viren schützt, die lebensbedrohlich sein können. Und Herr Zimmermann und ich stehen natürlich hier für viele andere Kollegen, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, denen wir an dieser Stelle herzlich danken möchten. Wir möchten aber auch der Jury danken, dass wir nominiert sind. Das ist für uns eine große Ehre. Das Medikament selbst wurde ursprünglich in meinen Labors bei Bayer erfunden und dann in die iCuris Anti-Infective Cures in Wuppertal überführt und dort dann auch klinisch entwickelt. Und Sie wissen vielleicht, dass Wuppertal ein Standort ist, wo unter anderem Aspirin entdeckt wurde. Aber Wuppertal ist auch ein Standort, wo sehr viel gegen Infektionskrankheiten erfunden wurde. Dies ist Gerhard Domag, ein Bayer-Forscher, der das erste Sulfonamid-Antibiotikum entdeckte und dafür den Nobelpreis bekam. Danach folgten Mittel wie das Ciprofloxacin oder das Avelox. Und später begann dann die Virusforschung bei Bayer, die ich 1993 übernehmen konnte. Später dann bekam ich die Leitung der gesamten Infektionsforschung weltweit. Und im Jahr 2006 ist die Firma iCuris gegründet worden. Der Name stammt von Anti-Infective Cures, also Heilung von Infektionskrankheiten. Und warum haben wir uns dieses Thema auf die Fahnen geschrieben? Weil wir glauben, dass gerade in einer globalisierten Welt, wie wir sie heute haben, es extrem wichtig ist, dass man sich um neue Medikamente, speziell gegen resistente Erreger, kümmert. Wenn Sie sich überlegen, wir haben Megastädte, Massentourismus, Massenmigration, Massentierhaltung, globalen Warentransport, schlechte Hygiene mit Ausbrüchen von Ebola und SARS in sich entwickelnden Ländern, veränderte Erreger wie Vogelgrippe, Schweinegrippe, aber bei uns in den Industrienationen auch eine wachsende Population älterer Menschen und von Menschen mit verminderter Immunabwehr nach schweren medizinischen Eingriffen. Und das genau ist das Thema, was wir jetzt mit unserem neuen Medikament angehen wollen. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die Globalisierung auch den Effekt hat, dass eben alle Infektionen sich in einem bisher nicht gekannten Maß verbreiten können und dass das am Ende des Tages auch ein Sicherheitsrisiko ist. Und dieses Virus heißt Zytomegalovirus. Die meisten von Ihnen werden es nicht kennen. Es hat aber jemand gesagt, es ist das gefährlichste Virus, von dem ich noch nie was gehört habe. Es ist weit verbreitet, jeder Zweite trägt dieses Virus in sich, also auch jeder Zweite hier im Saal. Man ist lebenslang Träger, man wird das Virus also nicht mehr los. Es ist nahezu unbemerkt, solange das Immunsystem intakt ist und deswegen kennen es die meisten auch nicht. Aber in dem Moment, wo ein geschwächtes Immunsystem vorliegt, kann das Virus lebensbedrohlich werden. Und das ist zum Beispiel der Fall nach einer Knochenmarktransplantation. Das sind ja in der Regel Patienten, die hatten einen Krebs, eine Leukämie oder ein Lymphom. Und dieser Krebs wurde zunächst mal mit Chemotherapie behandelt. Die ist natürlich auch sehr aggressiv für das Knochenmark der Patienten. Und hinzu kommt, dass nicht in allen Fällen der Krebs auch erfolgreich bekämpft werden kann. Und dann ist für diese Patienten die letzte Hoffnung auf Heilung, dass man ihr eigenes Knochenmark zerstört, hoffentlich auch damit alle Krebszellen, dass sie dann ein gesundes Knochenmark bekommen. Und wenn das gut anwachsen kann und eine eigene Immunität wiederentwickeln kann für den Patienten, dann hat man gewonnen und er hat eine sehr gute Chance zu überleben. Und es ist natürlich so, dass in diesen ersten Tagen nach der Transplantation des Knochenmarks der Patient null Immunschutz hat. Sein eigenes Immunsystem ist ja zerstört worden. Und es dauert etwa 100 Tage, bis das neue Knochenmark angewachsen ist. Und in dieser Zeit ist der Patient allen Infektionen gegenüber natürlich absolut hilflos. Das heißt, man muss ihn sozusagen von außen schützen, wie Sie es hier sehen. Aber wenn er das Virus in sich trägt, hilft nur eins, Schutz von innen. Und das heißt eben, man müsste Medikamente haben. Und hier sehen Sie die vier Medikamente, die es gab, als wir angefangen haben. Die sind aber alle mit extrem starken Nebenwirkungen auf das Knochenmark belastet. Das heißt, sie würden die neuen Zellen auch gleich wieder zerstören. Und deswegen blieb bisher nichts anderes übrig, als dass man abwartete. Man konnte nicht prophylaktisch gegen das Virus behandeln, sondern man musste abwarten, ob der Patient das Virus entwickelt. Und wenn das Virus hochkam, dann musste man diese Medikamente trotzdem einsetzen, in der Hoffnung, das Virus wieder kontrollieren zu können. Und das zum einen gelingt nicht immer, die Patienten können dabei versterben. Und zum anderen, selbst wenn man das Virus wieder kontrollieren kann, ist bekannt, dass solche Patienten trotzdem eine schlechtere Prognose haben, als die, wo das Virus nie hochgekommen war. Also wir sehen, es gibt einen enormen Bedarf an einem Medikament mit besser Verträglichkeit und aber auch Wirkung. Und wie wir dann nachgedacht haben, was können wir besser machen, haben wir uns zunächst mal angeschaut, was ist denn eigentlich das Problem der bisherigen Medikamente? Und das Problem ist, dass alle eine einzige Struktur des Virus angreifen, nämlich eine sogenannte Polymerase. Polymerase sind dazu da, um Erbgut zu vermehren.
Und natürlich braucht der Mensch auch Polymerasen, weil auch unsere Zellen ihr Erbgut vermehren müssen, wenn sie sich teilen wollen. Und wenn man eben mit einem Medikament die virale Polymerase angreifen will, ist immer die Gefahr, dass man zufällig auch die menschlichen Polymerasen erwischt mit den entsprechenden hohen Nebenwirkungen. Und das ist für die CMV-Medikamente ein sehr, sehr bekannter Mechanismus für ihre Toxizität. Und damit haben wir uns gesagt, es hat gar keinen Sinn, zu versuchen, auf Bestehendem aufzubauen. Wir müssen völlig neue Wege gehen. Wir sollten ein anderes Zielmolekül angreifen mit anderen chemischen Substanzen. Und nach langen Versuchsreihen kristallisierte sich die Terminase des Virus raus als ein sehr interessanter Angriffspunkt. Zum einen, weil der Mensch keine Terminase hat. Damit konnten schon diese Wechselwirkungen von vornherein ausgeschlossen werden. Und was die Terminase für das Virus tut, sie schneidet es, wenn die virale DNS vermehrt ist, muss sie das Virus-Erbgut in Einheiten schneiden, die dann in die Viruskapside verpackt werden können, um infektiöse Viren zu bilden. Das heißt, wenn ich dieses Enzymsystem hemme, gibt es keine infektiöse Viren, das Virus kann sich nicht vermehren. Und wie ich schon sagte, wir erwarten keine Nebenwirkung, dass menschliche Enzyme gehemmt werden, weil der Mensch sie nicht hat. Und natürlich auch, weil wir ein anderes Gen des Virus sozusagen oder ein Genprodukt des Virus angreifen, erwarten wir auch Aktivität gegen resistente Viren. Und trotzdem, das haben wir auch eben, glaube ich, von der Firma Wittgenstein gehört, Innovation hat immer ihren Preis. Wir brauchten bei Bayer allein 3 Versuche, einen Terminasehemmer zu generieren. Das war die erste Substanz und die erreicht im Menschen nicht den nötigen Spiegel. Sie induzierte nämlich ihren eigenen Abbau. Dann ein zweiter Inhibitor hatte auch einen ungewöhnlichen Stoffwechsel, der seine klinische Entwicklung unmöglich machte. Und der dritte war dann Letermovir, die Substanz, über die wir heute sprechen. Und das ist ein Chinazolin-Derivat für die Chemiker unter Ihnen. Als aber diese wissenschaftliche Nuss gerade geknackt war und wir Thermovir in Händen hatten, passierte Folgendes. Bayer beschloss, die Infektionsforschung zu beenden. Und ich bekam das Angebot von Bayer, man würde uns alle Projekte, also auch Thermovir, übertragen, wenn ich eine neue Firma gründen wollte. Die Finanzierung würde aber nicht von Bayer kommen, darum müsste ich mich schon selber kümmern. Und wenn man so etwas gesagt kriegt, dann steht man zunächst ziemlich nachdenklich da. Denn eine neue Firma gründen ist ja das eine, aber sie so zu gründen, dass alle Funktionen, die wir bei Bayer für die Medikamentenentwicklung aus den anderen Abteilungen nutzen konnten, dass die in der neuen Firma sind, ist eine sehr, sehr komplexe Aufgabe. Und natürlich auch die Finanzierung für die Medikamentenentwicklung ist ja sehr teuer. Und da musste man schon Visionen entwickeln, an die man glauben konnte und die man auch umsetzen konnte, auch weil es ja wichtig war, dass ich entsprechende Mitarbeiter mit in die neue Firma nehmen konnte und sie überzeugen konnte, dass das unsere Zukunft ist und dass wir wirklich unsere Zukunft sozusagen selbst in die Hand nehmen sollten. Wir haben es aber dann gemeinsam getan, weil wir eben die Notwendigkeit der Infektionsforschung ganz klar sahen, inklusive eben auch neue Antibiotika machen, zum Beispiel gegen die gefürchteten resistenten Hospitalkeime. Das waren auch Substanzen in unserer Pipeline. Wir waren auch überzeugt, dass unsere Projekte wirklich hochinnovativ waren und enorme Alleinstellungsmerkmale hatten und dass sie es wert waren, dass man sie weiterentwickeln würde. Und dann habe ich den Finanzbedarf mal so grob überschlagen. Es war schnell klar, wir würden 2-stellige Millionenbeträge brauchen pro Jahr und über 5 Jahre Zeit bis zum Markteintritt. Also wir würden dieses Geld 5 bis 7 Jahre mindestens brauchen. Damit war klar, dass eine Finanzierung über Wagniskapital, die kurzfristig und oft mit viel weniger geringeren Beträgen ist, überhaupt nicht funktionieren würde und dass wir einen Investor suchen müssten, der Verständnis für die Pharmabranche und eine langfristige Perspektive mitbringt. Und zu unserem Glück fanden wir 2 Männer, die Brüder Strüngmann, die unsere Version bereit waren mitzutragen und die neue Firma mit uns zu gründen. Und sie wurden sozusagen vom Generika-Hersteller zu echten Innovatoren in der Pharmaforschung. Und am 1. März 2006 konnte iCURIS gegründet werden. Dann erfolgte natürlich eine sehr, sehr intensive Aufbauphase. 22 Bayer-Mitarbeiter gingen mit. Wir mussten die ganze Expertise aufbauen, die es auch bei Bayer gab, zum Teil durch Einstellung von Experten, die wir uns aus anderen Firmen holten, eigene Weiterbildung, aber auch durch Kooperationsverträge mit verschiedenen externen Experten und Firmen. Und wir konnten aber die Projekte aus der Bayer-Zeit weiterführen. Und nach einigen Jahren war es dann soweit, wir hatten die erste Studie an Empfängern von Knochenmark und sahen dieses wirklich bahnbrechende Ergebnis. Es sind hier zunehmende Mengen
unseres Wirkstoffs eingesetzt. Und in Blau sehen Sie den Prozent der Patienten, bei denen man kein Virus mehr sieht. Sie sehen, mit steigenden Virusdosen nehmen die ihr Prozentsatz zu. Und in Rot sehen Sie die Patienten, bei denen das Virus noch auftritt. Und das nimmt mit steigenden Mengen des Medikaments ab. Und hinzu kam, dass das Medikament sich in diesen Patienten als extrem gut verträglich erwiesen hat. Und damit konnten wir die Ergebnisse auch in dem sehr renommierten Journal der Medizin, im England Journal of Medicine, publizieren. Da sprach sich natürlich sehr schnell rum und so bekamen wir eine Anfrage aus der Universität von Michigan in den USA. Die hatten einen lungentransplantierten Patienten und der hatte gegen die bisherigen Medikamente ein multiresistentes Virus entwickelt. Das kriegten die Ärzte nicht mehr in den Griff. Und wegen dieses multiresistenten Virus hatte der Patient in der gerade transplantierten Lunge eine Lungenentzündung. Er hatte eine Darmentzündung, aus der er schon massiv blutete und die Augen waren entzündet und er war dabei zu erblinden. Und alle Behandlungsversuche für diesen Patienten waren zu diesem Zeitpunkt gescheitert. Und natürlich habe ich mich gefragt, wir hatten ja noch keine Erfahrung mit solch einem Krankheitsbild. Können wir es überhaupt wagen, für diesen Zweck Letermovir zur Verfügung zu stellen? Wir haben uns dann entschieden, brauchten dann von der amerikanischen Behörde eine Notzulassung, dass wir diesen einen Patienten behandeln dürfen. Und das Ergebnis war enorm. Hier sehen Sie die Zeit vorher, wo er sehr, sehr hohe, also weit über eine Million Virusmengen im Blut hatte die ganze Zeit. Man hat alles, was es im Markt gab, ihm gegeben, aber auch Sachen, die nicht im Markt waren und nichts funktionierte. Das Virus blieb da. Die Lungenentzündung hatte sich entwickelt, die Augenentzündung mit Erblinden und die Darmentzündung mit Blutungen. Und dann setzen wir unser Medikament ein und Sie sehen, nach 28 Tagen war das Virus weg. Und blieb weg und alle Organe halten aus und der Patient, der wirklich todkrank in seinem Bett lag und nicht mehr stehen konnte, stand aus seinem Bett wirklich auf. Es war wie ein Wunder und konnte mit seiner Familie sogar eine kleine Reise machen. Das war natürlich ein Wirknachweis unseres neuen Medikamentes in einer klinisch äußerst schwierigen Konstellation. Das führte dazu, dass viele große Firmen uns ansprachen, ob man denn eine Lizenz für das Medikament bekommen könnte. Und im Oktober 2012 konnte ich dann einen Lizenzvertrag mit Merck Sharp Dohme unterschreiben. Und damit hatten wir einen sehr großen internationalen Partner für unsere junge Firma gefunden. Und der Vertrag bedeutete auch erhebliche Zahlungen an uns, was für jede junge Firma natürlich immer auch ganz wichtig ist, aber auch Rechte zur Mitvermarktung in einigen Ländern. Und wir haben ein gemeinsames Leitungskomitee mit MSD zur weiteren Entwicklung unserer Substanz. MSD ihrerseits bekam weltweite Vertriebsrechte und die Verpflichtung, Letermovir weiter zu entwickeln und dann natürlich auch in den Markt zu bringen. Und hier sehen Sie die erste Studie, die MSD gemacht hatte. Die bestätigte das, was wir in Phase 2 gesehen hatten. Wenn Sie nämlich Patienten von Woche 0 bis Woche 14 mit Letermovir behandeln, dann sehen Sie sehr wenig Virus in den behandelten Patienten versus den Placebo-behandelten oder Patienten, die Placebo bekommen, ein Riesenunterschied. Und dann war aber die Studie etwas anders noch konzipiert. Man hat die Patienten dann noch 10 Wochen beobachtet, ohne sie zu behandeln, weil man wissen wollte, reichen diese ersten 14 Wochen aus, dass die Patienten jetzt eine Eigenimmunität entwickeln und wenn ich diese nicht mehr behandle, das Virus selbst beherrschen können. Und wie Sie sehen, bei vielen Patienten hat das funktioniert. Es ist nach wie vor hier bei dem primären Endpunkt der Studie ein sehr großer Unterschied zwischen den nicht behandelten und den behandelten Patienten mit einer hohen statistischen Signifikanz. Aber es gibt auch einige Patienten, die das Virus wieder reaktivierten. Und hier glauben wir, dass die wahrscheinlich länger behandelt werden müssen. Und solche Studien sind jetzt geplant, um das nachzuweisen. Was diese Studie aber auch zeigte, ist, dass das Virus wirklich ein Problem ist. In dem Moment, wo die Patienten behandelt werden, haben wir weniger Todesfälle als bei den nicht behandelten Patienten. Das ist 24 Wochen nach Start der Transplantation. Das ist auch ein statistisch signifikantes Ergebnis. Und nach 48 Wochen setzt sich dieser Trend weiter. Also es ist auch ein deutlicher Vorteil für das Überleben der Patienten, wenn das Virus kontrolliert werden kann. Wichtig in dieser Studie war auch zu zeigen, ob denn unsere Substanz im Gegensatz zu den im Markt befindlichen Substanzen irgendeinen negativen Einfluss auf das Knochenmark hat. Hier sehen Sie die Vermehrung des Knochenmarks im Patienten sozusagen und Sie sehen, dass die Kurve von Placebo und Letermovir übereinander liegen. Also es wird absolut hervorragend vertragen wie Placebo und erlaubt deswegen die Behandlung am Tag 1 an. Und Sie können sich ja vorstellen, je früher Sie das so einen Patienten behandeln können, der gerade am Tag 1 null Immunität hat, umso besser wird es für den Patienten langfristig sein.
Die Begeisterung bei den Behandlern war sehr groß. Das Medikament heißt jetzt im Markt Previmis und es wurde als Game Changer, also als ein Medikament gepriesen, was einen Paradigmenwechsel erlaubt, nämlich hin zur Prophylaxe, weg zur Therapie, wenn das Virus schon da ist. Und was hinzukommt, es ist auch das einzige Medikament, was zum Schutz von Knochenmarkempfängern gegen CMV eingesetzt werden kann. Es gab 3 Konkurrenzentwicklungen, während wir unterwegs waren, die sind aber alle gescheitert. Und das sagt Ihnen vielleicht auch, dass es auch wissenschaftlich einfach nicht trivial ist, für einen Menschen, der kein Immunsystem hat, einen wirksamen Virusschutz zu entwickeln. Previmis wurde dann zugelassen Ende letzten Jahres. Für dieses Jahr, das ist ja das erste Jahr, wo dann mehrere Märkte aktiv sind, erwarten wir einen Umsatz über 60 Millionen. Wir haben Meilensteinzahlungen schon in Höhe von 260 Millionen erhalten und Analysten schätzen das Potenzial nur für die Knochenmarksempfänger auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag, dann wenn alle Märkte aktiv sind und wenn wir im Peak sozusagen sind. Und diese Schätzung beruht eben darauf, was ich gerade sagte, dass es keine Konkurrenzsubstanzen gibt. Aber damit ist in unseren Augen der Markt für Previmis noch lange nicht erschöpft. Es gibt auch andere Transplantationen, wo das Virus ein Problem darstellt, wenn nämlich Niere, Leber, Herz oder Lunge transplantiert werden. Wir hatten den einen Fall von dem lungentransplantierten Patienten ja gerade besprochen und eine Studie bei Nierentransplantierten läuft und es wird sich ein weiterer großer Markt eröffnen, wenn man dann hier die Zulassung bekommt. Nun sagte ich ja am Anfang, dass CMV ein sehr weit verbreitetes Virus ist und insofern glauben wir, dass das Medikament auch ein Potenzial über die Transplantationsmedizin hinaus hat. Eine Anwendung sind Neugeborene, die mit CMV infiziert sind. Das Zytomegalievirus, weil ja jeder zweite Träger ist, ist heute das häufigste von Mutter auf Kind übertragene Virus, nachdem wir die Röteln im Griff haben. Und wenn diese Kinder noch während sie im Mutterleib sind oder unter der Geburt geschädigt werden, haben sie ein hohes Risiko, geistige Behinderung oder Taubheit zu entwickeln, Organschäden oder sogar zu versterben, sodass wir glauben, dass auch hier ein Potenzial besteht. Und last but not least, auch wieder über die Transplantationsmedizin hinaus, HIV-AIDS-Patienten werden sicherlich von diesem Medikament profitieren. Bei uns, nachdem man HIV ja gut behandeln kann, sieht man eigentlich selten noch diese späten AIDS-Auswüchse. Aber es gibt durchaus ernstzunehmende amerikanische Kollegen, die sagen, selbst wenn ich HIV mit den modernen Medikamenten gut kontrollieren kann, heißt es nicht, dass der Patient CMV kontrollieren kann. Und das kann dann zu entzündlichen Erkrankungen führen, die sehr langfristig sehr negativ für die Patienten sind. Also das ist auch eine Indikation, die man erproben sollte. Patienten mit bestimmten Tumorerkrankungen oder Patienten auf Intensivstationen. Da gibt es nämlich auch eine Studie, die sagt, wenn diese Patienten auf der Intensivstation CMV entwickeln, liegen sie länger und haben ein höheres Risiko zu versterben. Das sind also alles jetzt Dinge, die natürlich in klinischen Studien noch nachgewiesen werden, die Ihnen aber nur zeigen sollen, welches Potenzial hier besteht. Ich darf zusammenfassen, wir haben ein Medikament zum Schutz von Knochenmarkempfängern, das war ja unser primäres Ziel, erfunden, klinisch entwickelt und mit MSD erfolgreich in den Markt gebracht. Es handelt sich um einen völlig neuen wissenschaftlichen Ansatz und alle Konkurrenzentwicklungen sind gescheitert, weil es eben schwierig ist, immundefiziente Menschen zu schützen. Und das Potenzial könnte weit über die Transplantationsmedizin hinausgehen. Und ich denke, wir können hier noch eine Menge sehr interessante wissenschaftliche Ergebnisse sowohl für die Wissenschaft, aber auch für die Patienten erwarten. Aber auf dem Weg zur Entwicklung des Medikaments haben wir auch geschwind noch eine Firma erfolgreich gegründet, sie aufgebaut, einen großen Lizenzvertrag geschlossen. Wir haben aber auch andere Substanzen aus dem Bayer-Portfolio bei Arcuris entwickelt und neue Medikamente in dieser neuen Firma entdeckt. Und ich persönlich bin überzeugt, wenn es uns nicht gelungen wäre, diese Firma zu gründen, gäbe es das Medikament heute nicht. Denn als Bayer beschloss, die Infektionsforschung zu stoppen, war das ein ganz junges Projekt. Und ich glaube nicht, dass wir das mit Erfolg irgendeiner anderen Pharmafirma hätten anbieten können. Wir mussten erst mal zeigen, welches Potenzial in diesem Medikament liegt. Wenn man sowas erreicht, bei einer 1:10 Wahrscheinlichkeit bei der Entwicklung von Medikamenten den Markt zu erreichen und dem Scheitern aller Konkurrenzentwicklung, glaube ich, kann man sagen, ist das für das Team wie ein Weltmeistertitel oder für den einzelnen Forscher wie Olympiagold. Für unsere Firma ist es sicherlich der Durchbruch, denn es ist ja auch sehr selten, dass eine junge Biotech-Firma ein Medikament erfolgreich in den Markt bringt. Und an dieser Stelle möchte ich allen, die daran mitgearbeitet haben, sehr herzlich danken, bei Arcuris, bei MSD,
bei unseren externen Kollegen, die uns geholfen haben, das Medikament zu entwickeln, und natürlich auch bei den vielen Bayer-Forschern, die diesen Weg über die drei Medikamente, bis wir endlich Letermovir in der Hand hatten, mit mir gegangen sind und diese Innovation möglich gemacht haben. Die Schwierigkeiten der Forschung an einem neuen Medikament hat Domag, den ich eingangs erwähnte, so beschrieben: Es ist leichter, Tausende von Menschenleben zu vernichten, als ein einziges zu erhalten. Und ich glaube, das ist ein Satz, der heute noch stimmt. Die Schwierigkeiten, ein Medikament zu entwickeln, sind nicht leichter geworden. Und leider werden heute noch Tausende von Menschenleben oft für nichts vernichtet. Jetzt werden Sie sich fragen, wie geht es weiter mit Alcuris? Und an dieser Stelle möchte ich an Holger Zimmermann übergeben. Er war sozusagen ein Mann der ersten Stunde. Er ist mit mir aus Bayer heraus zu Alcuris gegangen. Er hat auch das Letermovir von der Entdeckung bis hin zur Markteinführung begleitet und ist heute also mein Nachfolger als Geschäftsführer. Und damit darf ich Sie bitten, uns was über die Zukunft zu sagen. Vielen Dank, Frau Rübsam. Die netten einführenden Worte von Ihnen kannte ich noch gar nicht. Sehr verehrte Damen und Herren in der Jury, sehr geehrter Herr Professor Jecke, sehr verehrte Damen und Herren, nachdem Frau Rübsam Ihnen die Letermovir-Geschichte vorgestellt hat, lassen Sie mich kurz noch einmal den Prozess zusammenfassen, kurz auf den Status von Alcuris heute schauen und einmal nach vorne schauen. Auch wenn wir uns immer noch als junge Firma verstehen, müssen wir doch feststellen, dass wir schon 12 Jahre alt sind. Und das zeigt auch, dass der Prozess der Medikamentenentwicklung ein Prozess ist, der schon ein ziemliches Durchhaltevermögen und einen langen Atem braucht, um da wirklich dann zum Erfolg zu kommen. Frau Rübsam hat schon darauf hingewiesen, wir haben neben dem Letermovir auch noch an einigen anderen Substanzen gearbeitet, die wir mit demselben Enthusiasmus vorangetrieben haben, mit demselben Ansatz, dass es darum geht, immer sich genau den medizinischen Bedarf anzuschauen, sich anzuschauen, wo kann ich wirklich eine Änderung herbeiführen, wo macht es wirklich Sinn, dann weiterzugehen. Dann gibt es bedeutende Meilensteine unterwegs auf diesem langen Weg, wo man auch sagen muss, jeder Tag kann letztlich der letzte Tag von so einem Projekt sein, weil es geht um Safety in Patienten und. Wo fängt es an? Es fängt an, Frau Rübsam hat es auch erwähnt, sich Gedanken zu machen, wo ist der richtige Angriffspunkt. Es wird ein Konzept entwickelt, es wird in der Forschung dran gearbeitet, es werden regulatorische Hürden überwunden. Dann geht es das erste Mal in gesunde Menschen und dann geht es in den Patienten. Und ich kann Ihnen sagen, aus Forschersicht ist jeder dieser Schritte ein riesengroßer Meilenstein. Und jeder Forscher kennt auch den Tag, an dem sein Baby, sein Medikament das erste Mal in den Menschen gegangen ist und dann das hoffentlich tut, was man erhofft hat davon. Es ist ein riesengroßer Tag. Wir haben von dem Patienten gehört, wo man wirklich helfen konnte. Das war, glaube ich, was, wo auch so ein Ruck durch die Firma ging. Und ich wurde eben auch gefragt, ab wann haben Sie daran geglaubt? Also das war der Moment, wo wir gesagt haben, da hat das Medikament jetzt wirklich gezeigt, das, was du im Labor gesehen hast, wo du immer dran geglaubt hast, das hat sich jetzt wirklich übersetzt in den Menschen. Es wird dann größer und breiter eingesetzt, natürlich im Patienten. Es muss da auch wieder gut verträglich sein. Das war ja auch ein Ansatz unserer Substanz, dass wir ganz bewusst uns ein Zielmolekül ausgesucht haben, was keinen Counterpart im Menschen hat, von daher von dem Wirkmechanismus her schon mal sicher sein sollte. Dann kam der Schritt, dass es dann im großen Maßstab in der Phase 3 eben genau das auch zeigen musste. Ja, und dann steht hier unten ganz klein, Markteintritt von Previmis. Das ist dann, glaube ich, wirklich das, wo ein Traum wahr wird für einen Forscher, wo man sagen kann, das ist das, was dich angetrieben hat, was dein Ding war. Dafür haben wir gekämpft und das ist wirklich dann was ganz Großes, so die Erfüllung letztendlich davon. Erlauben Sie mir, Ihnen kurz darzustellen, die aktuellen Kämpfe, die wir jetzt im Heute führen. Nur ein ganz paar Schlaglichter auf einige Projekte, sonst könnten wir noch Stunden sitzen. Wir glauben fest daran, dass Previmis, so wie es jetzt ist, in der Knochenmarkstransplantation, dann aber auch in der Solid-Organ-Transplantation erst der Anfang ist. Zweites Projekt, was ich kurz erwähnen möchte, sind Herpes-Simplex-Viren.
Viele kennen es von den Lippenbläschen. Es gibt aber auch die ganz fiesen Formen, die auch generalisierte Infektionen hervorrufen können, Genitalherpes. Hier sind wir unterwegs, auch in der Phase 2 im Patienten jetzt gerade, wo wir ganz spezifisch Patienten therapieren, wo es keine anderen Medikamente gibt, wo es hochresistente Viren gibt, wo man auch wieder mit einem neuen Wirkmechanismus daherkommen muss, um das zu behandeln. Weiteres Thema, Hepatitis B-Virus. Hepatitis C ist in der Virusforschung soweit gelöst. Es gibt da mittlerweile heilende Ansätze aus Medikamentenkombinationen, können diese Patienten tatsächlich geheilt werden. Die nächste große Hürde, die sich die Pharmaindustrie, die Virusforschung vorgenommen hat, ist jetzt die Heilung von Hepatitis B, das hier auch zu machen. Hier sind wir auch mit einem ganz neuen Ansatz unterwegs. Wir glauben auch, dass es hier eine Kombinationentherapie letztendlich zu einer Heilung führen kann. Hier sind wir mit einem immunmodulatorischen Ansatz unterwegs. Nur noch einen Satz zu dem letzten Projekt. Ich glaube, jeder kennt das Buzzword Hospitalinfektion, multiresistente Keime, auch ein Riesenthema, dem wir uns auch verschrieben haben, wo wir auch ein politisches Statement hier am Rande sich ganz groß Gedanken machen muss, wie kriegt man das dargestellt, dass wirklich auch Medikamente bezahlt werden, dass Anreize da sind für die forschenden Unternehmen, auch da den hohen medizinischen Bedarf wirklich darzusetzen. Wir haben uns dafür committed, das auch hier voranzutreiben und sind auch da unterwegs. Wo stehen wir heute? Wir können auf dem Erfolg von dem Letermovir aufbauen. Was machen wir damit? Ich habe Ihnen unsere Pipeline gezeigt. Wir sind wild entschlossen, die Letermovir-Geschichte auf die anderen Produkte eben auch zu überführen, da letztendlich das auch anzuwenden, das weiterzumachen. Der Erfolg gibt uns die Möglichkeiten dazu. Wir sind gerade dabei, unser Team weiter aufzubauen. Wir sind gerade dabei, in der Planung eines Neubaus, eines Labor- und größeren Bürogebäudes aufzustellen. Und langfristig, um das weiter voranzutreiben, in der Breite dann auch, sind wir derzeit in der Prüfung eines Börsengangs, um das dann auch alles umzusetzen für die anderen Projekte, was wir jetzt hier mit unserem Lead-Projekt Letermovir darstellen konnten. Das in der Kürze der Zeit, hoffentlich die Zukunft von Alcuris. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich kann fast glauben, ich hätte ihn verstanden, aber leider nur fast. Aber das fast kann ich leider nicht in Worte fassen, um Ihnen entsprechende Fragen zu stellen. Aber Ihr Medikament, wie kompliziert ist das herzustellen? Es ist ein kleines, kompaktes chemisches Molekül. Die Herstellung ist kein Hexenwerk. Und man muss auch sagen, da müssen wir unseren Kollegen von Merck Sharp Dohme ein großes Kompliment machen, als die in die Phase 3 gehen wollten, wo man dann ja auch mehr Wirkstoff braucht. Und das sollte dann auch derselbe Wirkstoff sein, den man später für den Markt braucht. Haben die unsere Synthese nochmal erheblich verbessert und haben sogar den Green Chemistry Award bekommen, also einen Preis dafür, dass diese Synthese jetzt wesentlich kostengünstiger, effektiver und so weiter ist, als wir es selbst gemacht hatten. Also Herstellung ist kein großes Thema mehr. Aber Findung, da sind Sie so schnell drüber hinweggegangen. Das hat so einfach geklungen, Frau Rübsam. Sie haben gesagt, da haben wir drei Versuche gemacht. Die ersten zwei haben nicht geklappt, der dritte hat dann geklappt. Die Versuche haben mehrere Jahre gedauert. Das glaube ich auch, dass das irgendwie nicht nur drei waren. Können Sie uns ein bisschen erläutern? Und am Ende ist ja ein Fluor. Spielt das Fluoratom eine große Rolle an dem? Ja, das stabilisiert das Molekül gegen metabolischen Angriff. Also es ist ja so, dass wenn Sie ein Medikament machen und geben das Ihren Patienten oder auch einem Gesunden, dann hat natürlich der Organismus des Menschen nichts anderes zu tun, als diesen Fremdstoff so schnell wie möglich zu knacken und zu eliminieren. Und deswegen ist eben die Kunst des Medizinalchemikers, dass das Medikament nicht nur am Virus wirkt, sondern auch mit der nötigen Stabilität daherkommt, um im Menschen zu überleben. Sodass es muss ja erstmal durch die Säure des Magens durch, dann muss es mehr
höheren pH des Darms überstehen. Es muss dann in die Blutbahn kommen, dann kommt es in die Leber und die wartet nur darauf, dass sie Medikamente knacken kann. Und das alles muss sie überstehen. Und dann muss es auch noch in die Organe kommen, die man behandeln will. Und das war ja auch, sagen wir so, unsere Sorge, als wir den ersten Lungentransplantiert hatten. Kommen wir eigentlich wirklich in alle Organe rein? Ja? Und das hat sich gezeigt, ja, wir kamen rein. Also was ich sagen will, es sind viele Parameter, die man optimieren muss, damit aus einem Wirkstoff, der im Labor funktioniert, ein echtes Medikament wird. Und bei den zwei Vorläufern hatten wir das erste, war wunderbar verträglich, im Tierversuch hocheffizient, alles prima, wie wir es erwartet hatten. Aber als wir das Medikament in Menschen taten, hat es selbst in der Leber ein Enzym induziert, was es abgebaut hat. Mhm. Und damit konnten wir einfach nicht gewinnen. Ja. Denn wenn die Leber jetzt plötzlich in hohen Mengen ein Enzym macht, was das Medikament wieder zerstört, dann war es das. Und das zweite Medikament, was wir hatten, das hat auch eine Spaltung erfahren im Menschen, die wir im Tier vorher so nicht gesehen hatten. Und wir hätten entweder zurückgehen müssen und alle Tierversuche neu machen. Dann haben wir gesagt, nee, wir sind ja Chemiker und wir ändern dann dieses Variable oder diese empfindliche Stelle des Moleküls durch eine chemische Veränderung. Und dann war es auch stabil. Aber noch einen Schritt zurück. Sie mussten ja quasi einen Polymerase-Inhibitor finden. Terminase in dem Fall. Terminase finden. Wie findet man den denn eigentlich? Ich meine, die Zielstruktur muss man ja erstmal kennen, ja? Das ist richtig. Das ist eine spezifische, also eben dem CMV, ja. Mehr oder weniger Alleinstellungsmerkmal innehabende Zielstruktur gibt. So ist es. Also es wie ist findet man das? Es ist ja so, dass auch große Viren, es gibt ja Viren in unterschiedlichen Größen, also HIV ist ein kleines Virus, das Hepatitis C ist ein kleines, die Herpesviren sind schon die größeren Viren. Und so ein CMV hat 200 Gene, also sie haben theoretisch da 200 Ziele, die sie anschießen können mit ihrem Medikament. Und also sie ist sequenziert und so weiter. Ist alles sequenziert, die Sequenzen sind bekannt. Also man kann sich hinsetzen und kann sich theoretisch da zum Beispiel eine Protease oder irgendetwas raussuchen und kann dann einen Enzymtest machen. Und in diesem Enzymtest prüfen, bei meiner Bayer-Bank habe ich da Substanzen drin, die das Enzym hemmen. Oder sie machen das, was wir dann, wir haben es parallel gemacht, auch getan haben. Wir haben Viren, Zellen und die Bayer-Substanzen zusammengegeben und haben geguckt, wo finde ich eine Substanz, wo die Zellen überleben, also wo ich die Zellen vor dem Virus schützen konnte. Und ich kann nur sagen, im Nachhinein haben wir bei diesem Testaufbau drei verschiedene chemische Strukturen getroffen, immer wieder mit der Terminase. Und das sagte mir, das muss eine Achillesferse von dem Virus sein. Und in der anderen Linie haben wir eigentlich nichts rausbekommen. Was zum Teil aber auch daran liegt, wenn Sie Ihren Wirkstoff am Enzym optimiert haben, muss der ja auch noch in die Zelle rein, um das Virus zu treffen. Und da scheitert man oft. Und es gibt noch keine gute Regel, wie man heute eine Substanz oder einen Wirkstoff, der an einem Enzym sehr gut arbeitet, was aber in der Zelle ist, wie man den in die Zelle rein, also wie man ihn verändern muss, damit er ja, in die Zelle... Die Porine müssen es sozusagen reinziehen, ja, oder müssen also es doch, gibt, durchlassen, ne? Es gibt durchaus, Kanäle. Es gibt durchaus Techniken, dass man da was dranhängt, was dann den Wirkstoff in die Zelle reinbringt. Ja. Da gibt es hier und da Ansätze, aber jedenfalls in unseren Händen ist das nicht gelungen. Wir sind also diesen Weg gegangen und haben gesagt, auf der anderen Seite, wenn ich so eine Zellkultur befrage und sage, hier ist das Virus, hier ist die Substanz, sag mir, wo ich die Zellen schützen kann, dann habe ich ja von dem Virus alle Gene auf dem Silbertablett sozusagen vor mir liegen, weil das Virus sich ja vermehren will. Mhm. Und dann sehe ich, wo ich am besten angreifen kann. Also das Hochdurchfluss-Screening. Ja. Man kann sich es einfach quasi so vorstellen, der Bayer-Chemiker ist fabelhaft. Er ist ein organischer Chemiker, macht 100.000 Substanzen. Jeden Tag synthetisiert er ein neues chemisches Molekül. Dann geht er zu Ihnen und sagt, hier ist meine Palette, hier ist mein Fläschchenkasten. Und jetzt macht mal voran und prüft mal diese 100.000 Substanzen, ob sie irgendwas Gutes machen. Wenn man benutzt man eigentlich auch molekulardynamische Methoden, also Rechenmethoden, dass man sagt, auch. Also man versucht erstmal ein bisschen sozusagen zu rechnen, bevor man alles im Nass-Experiment macht, ja? Genau, also was wir jetzt oder ist es immer Brute Force? Nein. Was wir, glaube ich, jetzt gerade hier beschrieben haben, ist eine Art und Weise, wie man es machen kann. Ja. Und ich versuche es einfach mal ganz einfach zu übersetzen. Wir fragen die Biologie, was funktioniert. Ja. Das ist genau das, was Frau Rübsam gesagt hat, auf dem Silbertablett. Und dann schaut man nach, wo lebt die Zelle, wo stirbt das Virus. Und dann geht man tief rein mit der Wissenschaft und schaut, was habe ich dann und so weiter. Der andere Punkt ist natürlich,
genau das. Es gibt auch Molecular Screening, dass man sich genau das Target anguckt und virtuell erstmal screent und dann mit Bedacht dran geht. Wir leben ja im Zeitalter des sogenannten AI, nicht? Genau. Also sogenannt, bitte sagen. Wir bei iCuris verfolgen derzeit genau den zweiten Ansatz, weil wir eben nicht mehr Bayer sind und nicht mehr die Bayer Bank haben. Sie sind handwerklich, ne? Nein, eben nicht handwerklich. Wir haben. Ne? So, und gehen jetzt mit Computational Chemistry und solchen Geschichten dran, um dann logisch das anzugehen. Aber beides geht, wie wir gesehen haben. Ja. Also ich glaube, wichtig ist wirklich nur ganz gezielt, weil das ist ganz früh am Anfang der Kette und jeden Tag kann schief gehen, umso wichtiger ist die Frage, die wir uns am Anfang immer stellen, ist das das richtige Target, ist das das richtige Virus, ist es die richtige Krankheit, wo du was machen kannst? Das ist ja auch wichtig dann für die in der Pipeline sich sozusagen auftunenden neuen Geschäftsfelder. Ne? Wir wollen ja mal, dass sie ein Unicorn werden, nicht wahr? Gerne. Bitteschön. Ja, vielen Dank für den echt interessanten Vortrag. Sie hatten in dem Hauptanwendungsfall, hatten Sie gesagt, es geht darum, einen vorübergehenden Ausfall der Immunabwehr zu kompensieren. Nun gibt es ja Fälle, wo die Immunabwehr dauerhaft am Boden liegt und möglicherweise auch gewollt geschwächt wird durch Medikamente bei Autoimmunerkrankungen oder Sie hatten Transplantationen erwähnt, wo die Patienten ja über lange Zeit eigentlich in der Dauermedikamentierung beides machen müssen. Sie müssen das Immunsystem runterfahren und auf der anderen Seite die Infektionskrankheiten, deren Gefahr steigt, unter Kontrolle halten. Die Frage, die ich habe, ist, taugt das Medikament auch für Daueranwendung in diesen Fällen? Also Sie stellen die Frage völlig zu Recht. Also wenn ich ein Immunsystem habe, was dauerhaft heruntergefahren werden muss, entweder weil ich zum Beispiel eine Niere bekommen habe oder eine Autoimmunerkrankung habe und mein Immunsystem gedämpft werden muss, damit diese aggressive Krankheit mich nicht selbst angreift, dann hat man immer zwei Dinge, die man tun kann. Man kann ein Medikament dazugeben und ich glaube ja, unser Medikament, wir haben jetzt Erfahrungen mit 100 Tagen, kann man wahrscheinlich auch 200 Tage oder 300 Tage geben, weil nach allem, was wir wissen, ist es sehr, sehr gut verträglich. Aber das muss man klinisch zeigen und beweisen. Man kann aber auch manchmal mit dem Immunsystem ein bisschen spielen. Das heißt also, die Medikamente anpassen, die das Immunsystem unterdrücken sollen. Da kann man auch ein bisschen spielen. Also, aber ich glaube schon, dass in solchen Situationen eine langfristige Behandlung sein muss. Und wir werden einfach in klinischen Studien sehen müssen, was da langfristig möglich ist. Und deswegen sage ich eben, ich glaube, wir sind erst am Anfang zu verstehen, was das Medikament wirklich leisten kann. Vielleicht ein Kommentar dazu noch, wenn wir jetzt über Transplantierte reden und wo es auch lange Behandlungen gibt, die Immunsuppression, die da bewusst reingefahren wird, am Anfang wird ja auch wieder rausgeschlichen. Also das Immunsystem hat zumindest dann langfristig den Schutz, dass man auch keinen Schnupfen und sowas dann einfängt und von daher hat man einen Grundschutz dann auch und wird die Patienten überwachen. Das Adenovirus, das ist wichtig. Ne? Menschenskinder. Er arbeitet auch dran. Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Meine Frau sagt immer zu mir, so eine triviale Erkrankung, ne? Und ihr habt noch nichts. Sie machen es. Ja, ja. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu der erfolgreichen Medikamentenzulassung. Also ich glaube, das ist nicht nur ein ganz wichtiger Meilenstein für die Firma, sondern auch für die deutsche Biotechnologie. Denn das sind wir alle mal vor 20 Jahren angetreten. Ja. Die Frage, die ich stellen wollte, ist ganz einfach. Wie sieht es mit dem Patentschutz aus? Und was ist die Strategie von der iCuris, den Patentschutz entsprechend zu verlängern? Also wir haben ja immer versucht, unsere Medikamente zu patentieren. Das hat natürlich auch einen Patentschutz, der bis 2029 läuft. Gleichzeitig suchen wir aber immer auch noch flankierende Patente zu machen, zum Beispiel so ein Medikament chemisch gesehen ist ja eine Art Salz oder ein amorphes Produkt und zum Teil können Sie verschiedene Salzformen oder verschiedene Hydrate, also wenn da noch Wasser eingebaut wird in die Kristallgitter dieser Substanzen, können Sie auch wieder getrennt schützen und Sie können dann daraus folgend auch wieder bestimmte Formulierungen, also eine IV-Formulierung oder eine Creme oder was immer man sich einfallen lassen kann, schützen. Also wir sind sehr, sehr darauf bedacht, unsere Medikamente bestmöglich zu schützen und investieren da auch richtig. Das kostet Geld, aber ich glaube, es ist das Einzige, was Sie tun können.
Das übrigens ist auch ein Kriterium, was die Jury immer prüft, wie steht es mit dem Patentschutz der Nominierten. Bitte schön. Ich habe eine Frage zur Marktgröße. Könnte man sich auch vorstellen, dieses Medikament präventiv einzusetzen? Das heißt, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel kein Empfänger von Knochenmarkspender oder sowas bin, dass ich es aber trotzdem einsetze, um diesen Virus einfach aus meinem Körper, Sie sagten ja, jeder Zweite hat dieses Virus in sich, einfach vielleicht sogar langfristig dieses Virus auszurotten, wie eine Impfung sozusagen? Also, wollen Sie beantworten? Nach allem, was wir wissen, ist man Träger von dem Zytomegalovirus lebenslang und ich erwarte auch nicht, dass eine Langzeitbehandlung mit unserem Medikament daran was ändert. Da müsste ja die letzte virusinfizierte Zelle in Ihrem Körper gestorben sein und insofern glaube ich, dass eine solche Strategie eher unwahrscheinlich ist. Man soll nie sagen, ja, also... Aber das wäre auch viel zu teuer, oder? Und es würde natürlich auch nicht billig werden. Das also das klar. Würde ja keine... Und ich sage mal so, Sie brauchen es auch nicht. Solange Ihr Immunsystem fit ist, brauchen Sie gar nichts. Da wissen Sie noch nicht mal, ob Sie Träger sind. Es liegt auch manchmal einfach nur in Ihrer Zelle rum und schlummert. Und es kommt ja nur dann raus, wenn das Immunsystem es nicht in Schach hält. Also von daher ist das, glaube ich, nicht notwendig und wissenschaftlich auch nicht. Frau Jung, nee, Herr Fischer und dann Frau Jung. Ich bin begeistert, Frau Rübsamen. Also die Leistung der Firma Alcuris, nur Hut ab, Chapeau. Aber es ist eine geschäftspolitische Frage. Wieso gibt die Firma Bayer vor 12 Jahren ein solches Gebiet auf, das hochinteressante Thema der Anti-Infektionsthematik? Und die geben das auf? Kurz zuvor war dieses Drama passiert mit Lipobay. Das heißt, der Firma Bayer war ein Milliardenprodukt weggebrochen, was sie vom Markt nehmen mussten. Das heißt, die Firma musste sich auch auf weniger Projekte konzentrieren, weil einfach das Geld nicht da war. Das ist die eine Antwort. Und die zweite Antwort ist, dass man sich im Vorstand sehr für das Thema Krebsforschung begeistert hat, weil man glaubte, dass man damit auch sehr hohe Gewinne machen konnte. Und wir waren einfach noch... Das ist ja eben der Preis für die Innovation. Unsere Projekte waren alle noch sehr jung. Die würden nicht in den nächsten 2-3 Jahren im Markt sein, sondern Bayer wusste, da hat man noch eine Durststrecke vor sich. Und deswegen haben sie halt den anderen Projekten dann den Vorzug gegeben. Ja, mich würde noch mal interessieren, wie viel eine Behandlung mit dem Medikament kostet, in welcher Zeit und wie lange man ungefähr das Medikament dann nimmt. Also wenn man diese 100 Tage annimmt, wobei die meisten Patienten zumindest in der Phase 3-Studie von MSD nur 72 Tage Behandlung bekamen, weil die auch nicht gleich von Tag 1 eingeschlossen wurden. Aber wenn man die 100 Tage annimmt, was ja der Idealfall wäre, dann liegt man mit den Preisen in Deutschland bei etwa 20.000. In anderen Regionen sind die Preise zum Teil etwas anders. Aber dagegen müssen Sie natürlich die Preise halten, die Sie bezahlen müssen, wenn Sie nicht mit Letermovir behandelt haben, sondern wenn das Virus hochgekommen ist. Sie müssen dann die konventionellen Medikamente einsetzen, da liegen Sie bei 13.000. Und weil bei diesem Prozess auch einiges schiefgehen kann, müssen Sie dann noch rechnen, dass Ihr Patient wieder ins Krankenhaus kommt, dann haben Sie nochmal 4.500 Minimum. Und dann müssen Sie auch noch damit rechnen, dass er eine sogenannte Graft-versus-Host-Reaktion entwickelt, also das neue Knochenmark beginnt abzustoßen. Und die Behandlung kostet auch nochmal so um 10.000. Also mit anderen Worten, was ich sagen will, es ist sicherlich eine kostengünstige Behandlung bei wesentlich verbesserter Lebensqualität und Lebenserwartung Ihres Patienten. Ich weiß nicht, wollen Sie das noch? Nein, das war genau der Punkt. Und dann kommt eben noch das Thema Überlebenswahrscheinlichkeit dazu und dem Wert beizumessen. Gut. Ja, also man kann rechnen, wenn Sie 20 Patienten behandeln, haben Sie ein Leben gerettet. Und das ist ja was, ne? Kommt der Preis eigentlich durch sozusagen auch den Gedanken der Refinanzierung sozusagen der Unternehmung zustande? Das ist eine ganz interessante, steile These, die Sie da aufstellen gerade. Wir sind hier, um Sie zu grillen und nicht, um Sie zu... Aber die Preise für Medikamente definieren wir nicht. Und sag ich mal, ein Thema, wo man auch trefflich drüber streiten kann, wenn ich immer höre, so die Pille kostet in der Herstellung aber doch 15 Cent. Genau. Die Herstellung ist nicht die Herstellung, sondern das ist der ganze Forschungsprozess und die ganze Auswahlwahrscheinlichkeit. Und das ist ein Hochrisikoprozess. Und dann kommt es hinten raus,
entwickeln wir nämlich heutzutage nicht nur für den Stempel von der Zulassungsbehörde, sondern wir entwickeln letztendlich auch für den Stempel von der Erstattungsbehörde, nenne ich es jetzt mal. Und da wird genau das angeschaut, was Frau Rupsam eben gesagt hat. Wie ist denn das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Und von daher, deshalb habe ich eben gesagt, wir überlegen uns ganz genau, mit welchen Projekten wir anfangen, damit wir nicht hinten raus ein Projekt haben, was uns keiner mehr bezahlt. Mhm. Da ist es nämlich dann komplett schief. Das heißt, man muss vorher schon ganz genau gucken, wo ist der medizinische Bedarf entsprechend hoch, wo kann man dann auch Preise aus Kosten-Nutzen-Gründen dann darstellen und ein MeToo oder irgendwie so eine kleine Verbesserung, die zahlt Ihnen heute keiner mehr. Und den Preis bestimmen nicht wir, sondern es gibt natürlich diese Entwicklung Care for Rare, ne? Rare Diseases, mhm. Genau. Haben wir ja auch, nicht? Ja. Also das kann schon auch. Aber ich glaube, man muss einfach nochmal sagen, dass Medikamentenentwicklung, das hat Herr Zimmermann schon gesagt, einfach ein Hochrisikogeschäft ist. Und Sie müssen eben, auch wir mussten ja 3 verschiedene Ansätze fahren, bis endlich mal einer funktionierte. Und das müssen Sie alles bezahlen irgendwie. Eben, ja, ja, ja. Daher habe ich das Wort zur Refinanzierung ein bisschen benutzt. Ne? Das war kurz zum Kitzel. Aber unruhig geschlafen habe ich bis zum letzten Tag, also bis dann wirklich die Unterschrift kam und es klar war, das Medikament ist jetzt auf dem Markt, weil wirklich jeden Tag hochrisikomäßig da was schieflaufen kann. Wunderbar. Also ich bin schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Großes Kompliment. Danke. Was macht der Körper denn letztlich mit diesem Medikament? Sie haben es ja so gut geschützt, dass er es nicht kaputt kriegt. Wir wissen von diesem Medikament, es wird unverändert ausgeschieden über den Stuhl. Das ist also auch ein, und da hat sich eben bewährt, dass wir es also sehr stabil gemacht haben und es gar nicht groß im Körper verstoffwechselt wird. Damit Ihr Unternehmen gegründet, wer überhaupt hochgekommen ist, war ja wesentliche Voraussetzung, dass Sie Investoren gefunden haben, die viel Geld in ein sehr hohes Risiko über relativ lange und letztlich ungewisse Zeit investieren mussten. Können Sie nochmal, Sie haben es kurz angerissen, zu diesen besonderen Investoren was sagen und wie Sie die gefunden haben? Also erstmal muss ich sagen, dass es wirklich ein großes Glück war, dass wir die Gebrüder Strüngmann für unsere Firma gewinnen konnten. Die hatten ja im Jahr 2005 ihre Firma Hexal verkauft an Novartis, einen der ganz großen Pharma-Multis, für 5,6 Milliarden und hatten jetzt in der Tat die Frage, wo wollen wir jetzt eigentlich investieren? Und wir waren ihr erstes Investment in biotechnologische Projekte und inzwischen sind die heute mit über 1 Milliarde in verschiedene Firmen investiert. Also das war für die ein Beginn eines neuen wirtschaftlichen Lebens auch sozusagen. Gekannt habe ich sie allerdings vorher schon und ich war mal in Holzkirchen, da war Hexal, der hat das erste Gebäude gerade gebaut und das Gras war noch nicht mal grün, so frisch war eingesät. Und das war die Zeit, wo AIDS noch nicht beherrschbar war, wo ich bei Ihnen vorgetragen habe, weil Sie haben überlegt, bei Hexal eine AIDS-Forschung aufzubauen. Und wir haben einen Tag lang miteinander diskutiert und irgendwann haben Sie gesagt, riefen Sie an, so eine Woche später, war wirklich nett und vielen Dank fürs Kommen, aber wir haben uns entschlossen, für eine Generika-Firma ist das zu aufwendig, passt nicht zu uns. Und damit hatten Sie auch recht. Ne? Aber als ich dann von diesem Verkauf erfuhr, habe ich gedacht, Mensch, die kennst du. Und ich habe dann einfach angerufen. Weil ich mir dachte, das könnte wirklich von der ganzen Philosophie, dass wir wussten, wir brauchen langfristige Investoren, wir brauchen Menschen mit Verständnis, habe ich gesagt, das könnte passen, ja. Und ich meine, dann kam relativ kurz bei dem Anruf die Frage, mit wem muss ich denn bei Bayer sprechen? Und 6 Monate später hatten wir dann den Ausgründungsvertrag. Ne? Also das war schon auch sehr viel Glück dabei. Ne?